Umherfliegende Asteroiden sind manchmal wie ein wildes Völkerballspiel, bei dem man nie weiß, wann einige von ihnen in die eigene Richtung fliegen können. Also können wir die Situation nur beobachten und das Beste hoffen. Um das Risiko zu ermitteln, müssen Wissenschaftler verschiedener Organisationen die Positionen und Bahnen der Asteroiden untersuchen, die sich unserem Planeten nähern, insbesondere derer, die mindestens 0,6 Meilen breit sind. Und die gute Nachricht ist, dass uns wahrscheinlich keiner dieser Asteroiden in den nächsten 1000 Jahren treffen wird. Puh. Um uns eine Vorstellung von ihrer Kraft zu geben, haben Wissenschaftler ein Experiment durchgeführt, um den Einschlag eines solchen gigantischen Asteroiden zu simulieren. Die Energie, die bei der Kollision freigesetzt wird, beträgt atemberaubende 100.000 Megatonnen. Das entspricht der Detonation von 15.000 Tonnen Dynamit. Außerdem würde sich die Erde bei einem Einschlag eines so großen Asteroiden wegen der vielen Trümmer, die in die Atmosphäre eindringen und das Sonnenlicht blockieren würden, stark abkühlen. Die Pflanzen könnten in diesem Fall ihren Treibstoff nicht mehr bekommen. Und wir wären alle in Schwierigkeiten, sowohl Menschen als auch Tiere. Glücklicherweise sind solche gigantischen Asteroideneinschläge recht selten. Je größer ein Asteroid ist, desto länger dauert es, bis er mit der Erde kollidiert. So wird geschätzt, dass Asteroiden mit einem Durchmesser von mindestens 0,6 Meilen etwa alle 700.000 Jahre auf unseren Planeten treffen. Und wenn wir über noch größere Asteroiden mit einem Durchmesser von 3 Meilen sprechen, nun, diese werden voraussichtlich nur einmal alle 30 Millionen Jahre auf die Erde stürzen. Juhu! Aber halt! Seien Sie noch nicht zu entspannt! Die Astronomen konzentrieren sich auf die wirklich großen Asteroiden, weil diese unseren Planeten in den Abgrund reißen können, wenn sie uns treffen. Ja, du hast recht, auf eine Dinosaurierart. Selbst wenn einer dieser Asteroiden uns nicht vollständig auslöschen würde, wäre der Schaden doch enorm. Es gibt also immer noch einige Asteroiden, die wir im Auge behalten müssen, um zu sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln könnten. Wissenschaftler haben ein Modell entwickelt, bei dem sie sich auf die Teile der Asteroidenbahn konzentrieren, die sich unserem Planeten nähern, um festzustellen, ob der Weltraumstein eine Gefahr für uns darstellt. Und es scheint, dass ein Asteroid 7482 1994 PC1 mit einem Durchmesser von 3600 Fuß eine gewisse Gefahr darstellen könnte. Er soll sich unserem Planeten in den nächsten 1000 Jahren nähern. Und wenn ich riskant sage, dann bedeutet das, dass eine 0,0151% ige Chance besteht, dass er bis auf eine Erdmonddistanz herankommt. Er ist bereits 2022 an uns vorbeigezogen, aber wir hatten Glück, weil er weit genug entfernt war. 1,2 Millionen Meilen. Ich würde sagen, wir können uns entspannen, wenn es um Asteroiden-Szenarien geht. Vorerst. Der Einschlag eines Asteroiden in die Erde wäre neu für die Menschheit, aber nicht für den Planeten selbst. Wie ich schon sagte, gab es nicht viele dieser großen Asteroiden, aber sie hatten dennoch enorme Folgen. Der erste, der den meisten Menschen in den Sinn kommt, ist natürlich der Dinosaurier-Asteroid, der so groß wie ein Berg war und vor etwa 66 Millionen Jahren in der Nähe der mexikanischen Halbinsel Yucatan auf unserem Heimatplaneten einschlug. Es war chaotisch. Globale Feuerstürme und Tsunamis waren überall zu sehen. Staub verdeckte die Sonne und verdampftes Gestein setzte Schwefel frei, der zu saurem Regen und zur Versauerung der Ozeane führte. Aber es gab einen noch größeren Kerl, der vor diesem kam. Vor etwa 2 Milliarden Jahren stürzte ein gigantischer Asteroid auf unseren Planeten und hinterließ einen riesigen Krater in Südafrika, den wir heute als Fredefort-Krater kennen. Und es scheint, dass dieser Asteroid sogar noch größer war, als wir alle ursprünglich dachten. Doppelt so breit wie der Weltraumfelsen, der die Dinosaurier auslöschte. Der Fredefort-Krater ist nachweislich der größte sichtbare Krater auf der Erde, mit einem Durchmesser von etwa 99 Meilen. Bei seiner Entstehung war er jedoch noch größer, vielleicht sogar 155 bis 174 Meilen im Durchmesser. Es ist schwer, seine wahre Größe zu bestimmen, da der Krater in den letzten 2 Milliarden Jahren erodiert ist. Man kann sich das so vorstellen, als ob man Schichten vom Rand einer Schüssel abschneidet. Der Durchmesser wird mit jeder Schicht kleiner. Als der Asteroid 7,5 Meilen breit, der die Dinosaurier auslöschte, vor etwa 66 Millionen Jahren auf der Erde einschlug, verursachte er massive Zerstörung. Waldbrände, saurer Regen, Tsunamis und so viel Asche und Staub, dass er das Klima der Erde veränderte.
Das alles führte dazu, dass etwa 75% des Lebens auf unserem Planeten ausstarben. Der Asteroid, der den Fredefor-Krater verursachte, war nicht nur größer, sondern bewegte sich auch mit höherer Geschwindigkeit, was bedeutet, dass die Folgen dort noch schlimmer gewesen wären. Aber das ist schon lange her und die Lebewesen waren damals anders. Vielleicht waren es Bakterien, die gar nicht bemerkten, dass etwas Ungewöhnliches geschah. Die Erde ist nicht der einzige Einschlag. Auch in unserem Sonnensystem hat es viele Einschläge gegeben. Zum Beispiel in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Ja, wir gehen zum Merkur und seinem riesigen Krater, dem Calorisbecken. Es misst etwa 950 Meilen im Durchmesser. Das ist mehr als der Staat Texas. Um den Krater herum gibt es einen Ring aus hochaufragenden Bergen, der ihn noch beeindruckender aussehen lässt. In dem Mosaikbild des Calorisbeckens sind verschiedene Farben zu sehen. Sie verraten uns mehr über die Geologie des Beckens. Die orangefarbenen Teile stellen Lava dar, die das Becken einst überflutete. Diese Lavaströme bedeckten die ursprüngliche Oberfläche und fügten ihr diesen speziellen orangefarbenen Farbton hinzu. Und nachdem die Lava das Becken auf dem Merkur überflutet hatte, bildeten sich kleinere Krater auf der Oberfläche der Lava. Diese Krater gruben sich in den Boden und legten das unter der Lava verborgene Material frei. Ein Teil dieses Materials ist blau gefärbt. Und dieses blaue Material könnte ein Hinweis darauf sein, wie der ursprüngliche Boden des Beckens ausgesehen hat, bevor die Lava ihn bedeckte. Die Venus, der heißeste Planet in unserem Sonnensystem, hat eine dichte Atmosphäre, die ein ziemlich gutes Abwehrsystem gegen Weltraumgestein bietet. Sie ist so dicht, dass sie die meisten Meteoriten verbrennt, bevor sie überhaupt die Oberfläche erreichen. Daher sieht man auf der Venus nicht so viele sichtbare Krater wie auf anderen Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem. Aber die Venus hat immer noch einige Narben, die uns von einigen schwerwiegenden Einschlägen erzählen können, die dort stattgefunden haben. Und eine der größten Narben, die wir kennen, ist der Meade-Krater. Er ist riesig, etwa 170 Meilen im Durchmesser. Der innere Boden dieses Kraters ist relativ flach und irgendwie heller als seine Umgebung. Es ist möglich, dass sich der Krater nach dem Einschlag mit einer Mischung aus geschmolzenem Gestein und vielleicht sogar mit Lava aus vulkanischen Aktivitäten auf der Venus gefüllt hat. Möchten Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie die Erde ohne ihre Schutzschicht die Atmosphäre aussehen könnte? Schauen Sie sich einfach den Mond an. Seine Oberfläche ist mit Einschlagskratern übersät. Dieser Tycho ist einer der Krater, die man auf dem Mond leicht erkennen kann. Wenn Sie den Vollmond betrachten, können Sie ihn als einen deutlichen Kreis mit hellen Strahlen erkennen, die leicht außermittig auf der linken unteren Seite des Mondes nach außen strahlen. Dieser Krater, 53 Meilen breit, hat einen schönen zentralen Gipfel in der Mitte, der von einem faszinierenden Felsbrocken gekrönt wird. Die Größe dieses Felsblocks ist beeindruckend. Er würde hier auf der Erde etwa die Hälfte eines typischen Häuserblocks ausfüllen. Wenn wir über Krater sprechen, dürfen wir den Mars auf keinen Fall auslassen. Der rote Planet hat eine viel dünnere Atmosphäre als die Erde. Wenn sich Raumfahrzeuge dem Mars nähern, sind sie darauf angewiesen, dass die Atmosphäre des Planeten sie abbremst, wenn sie in sie eintreten. Und tatsächlich trägt die Atmosphäre dazu bei, dass die Raumfahrzeuge bei der Landung langsamer werden. Aber sie ist immer noch nicht dick genug, um den Mars vollständig vor all den Weltraumbrocken zu schützen, die ständig auf ihn zukommen. Von Juli bis September 2018 erschien ein dunkler Fleck auf dem Südpol des Mars. Er besteht aus zwei unterschiedlichen Mustern. Eine Theorie besagt, dass das größere, hellere Muster das Ergebnis einer Schockwelle eines Einschlags sein könnte, der die Eisoberfläche aufgescheuert hat. Durch den Einschlag wurden Winde erzeugt, die sich ausbreiteten und das Eis aufrieben. Das innere Explosionsmuster, das eine dunklere Farbe hat, entstand, weil es dem einschlagenden Objekt gelang, die dünne Eisschicht zu durchdringen. Als es auf die Oberfläche aufschlug, wurden dunkler Sand und Trümmer in alle Richtungen geschleudert.